Frischer Wind für heute. Unter diesem Motto stellte am vergangenen Donnerstag die Liste Hoch 2 ihre Kandidaten zur Gemeinderatswahl 2010 vor. Über 200 Besucher verfolgten mit großem Interesse und bei bester Stimmung die Auftaktveranstaltung. Die Gemeinde Reute und ihre Menschen liegen uns am Herzen. Und neben mir steht der Herr Ernst Hornstein. Ernst, grüß dich. Ja, grüß dich Gott. Ernst Hornstein, du hast dich in den vergangenen Jahren als Unternehmer und Wirtschaftspolitiker in viele Entscheidungsprozesse eingebracht. Wie wirst du auch zukünftig diese Kompetenzen in der Kommunalpolitik einsetzen? Ja, für uns als Bezirkshauptort ist natürlich Wirtschaft ein ganz wichtiger Faktor. Im Speziellen natürlich auch in der Gemeinde, in den Gemeindefinanzen, wo ja durch die Kommunalsteuer doch erhebliche Finanzmittel in die Gemeinde fließen, ist es wichtig, dass die Wirtschaft im Bezirkshauptort entsprechend stark auftreten kann. Dazu ist es notwendig, dass natürlich eine richtige, politisch aus unserer Sicht richtige kommunale Wirtschaftspolitik durchgeführt wird, Standortpolitik für die Unternehmer. Wir müssen den Unternehmern einfach Möglichkeiten bieten, sich zu entfalten. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir den Ort entsprechend toll gestalten, auch vom Aussehen her toll gestalten, dass wir die Verkehrsproblematik in den Griff bekommen und dass wir auch versuchen wollen, in der nächsten Zukunft verstärkt auch Gewerbebetriebe, nicht nur Handelsbetriebe nach Reute zum Ansiedeln zu bewegen, sondern dass wir auch Gewerbebetriebe, Industriebetriebe, dazu haben wir nicht die Flächen, aber Gewerbebetriebe zur Ansiedlung in Reute bewegen können. Neben mir steht der Bürgermeisterkandidat Dietmar Kohler. Dietmar Kohler, grüß Gott. Grüß Gott und einen schönen Abend. Wie kannst du den Betrieb und die doch zeitaufwendige Arbeit des Bürgermeisters, des Hauptortes in Reute unter einen Hut bringen? Wie machst du das? Nach langen Überlegungen und natürlich in Absprache mit meiner Familie habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Und ihr könnt mir glauben, ich bin durch und durch Reutener und werde nicht nur 70% Zeit, sondern 120% Zeit für unsere Gemeinde investieren. Die Weichen im Betrieb sind gestellt und so kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, dass wirklich ein frischer und angenehmer Wind für alle Reutenerinnen und Reutener in Zukunft in unserem Heimatort weht. Neben mir steht der August Ehrenberger. August, grüß dich. Servus, grüß Gott. August, du bist der ältgedienteste Gemeinderat der Liste Hoch 2 in Reute. Vielleicht kannst du uns so einen kleinen Rückblick über deine Arbeit in der Gemeinde geben. Und wie siehst du die Zukunft der Marktgemeinde Reute? Ja, stimmt. Ich bin nun seit 4 Perioden im Gemeinderat von Reute. Das heißt also schon 24 Jahre. Ich bin in verschiedenen Ausschüssen tätig gewesen, vor allem auch im Bereich Bildung, Jugend, Soziales, selbstverständlich auch im Personal. Die Zukunft sehe ich natürlich ganz wichtig mit dieser Liste Hoch 2, dass wir gemeinsam für Reute, für unsere Reute arbeiten und die Visionen, die wir vielleicht schon längst haben, auch umsetzen können. Danke, gell? Passt. Neben mir steht die Elisabeth Schuster. Elisabeth Schuster, hallo. Hallo, grüß dich. Servus. Elisabeth, was hat dich dazu bewegt, deinen Ziehvater zu verlassen und gemeinsam mit Dietmar Kohler auf der Liste Hoch 2 für Reute zu kandidieren? Also es ist eigentlich relativ einfach gesagt, es waren rein menschliche Gründe, die mich dazu bewegt haben, einfach mit dem Dietmar Kohler eine gemeinsame Liste zu machen. Der Dietmar ist ein Mensch, der sehr auf das Finanzielle schaut, der ein Finanzmensch ist und ich denke, ich bin die Frau, die auf das Herz schaut und die auf die Leute schaut und die auch sehr gut mit den Leuten kann. Neben mir steht jetzt die Lise Furtscheller. Lise, hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Lise Furtscheller, was hat dich dazu bewegt, bei der Reuteren Gemeindepolitik mitzuarbeiten?
ich sehe das so, dass die Familie ist ja die kleinste Einheit der Gesellschaft und die nächstgrößere ist dann schon die Gemeinde. Und eigentlich funktioniert es in einer Gemeinde genauso wie in einer Familie. Man sollte nach Möglichkeit zusammenhalten, man sollte sich gegenseitig unterstützen. Es gibt ein Familienbudget, das man sinnvoll aufteilen muss auf alle. Und es geht aber nicht nur ums Geld, sondern es geht eben auch um die Art, wie man miteinander umgeht. Und da ist mir sehr wichtig, dass innerhalb von der Gemeinde mit den Gemeindebürgern, mit den Menschen so umgegangen wird, wie es sich verdient. Und dass man seine Kraft dafür einsetzt oder dass ich meine Kraft dafür einsetze, dass es alle möglichst gut geht. Ebenfalls auf der Liste hoch zwei ist der Primar Dr. Pinsker. Gerald, was hat dich dazu bewogen und wo besonders möchtest du dich da einbringen? Ja, ich habe zwei Schwerpunkte. Das ist einerseits die Gesundheitspolitik und auf der anderen Seite auch das Sportressort. Wie du weißt, bin ich seit 17 Jahren Leiter der gynäkologischen Abteilung am Bezirkskrankenhaus Reute. Und ich habe gemerkt, dass durch gute Teamarbeit sehr, sehr viel möglich ist. Im letzten Jahr sind über 100 Patientinnen aus dem Oberland nach Reute gekommen, um hier ihre Kinder zur Welt zu bringen bzw. zu operieren lassen. Die sind nicht wegen mir gekommen, sie sind gekommen, weil es ein funktionierendes Team gibt und ähnlich sehe ich es in der Politik. Und ich sehe mich dann auch irgendwie als Bindeglied zwischen Krankenhaus und der Reutener Bevölkerung bei Problemen im Umgang mit dem Krankenhaus. Und ich möchte Ihnen auch unser Krankenhaus einfach schmackhaft machen. Es sollte in Zukunft so sein, dass es keine Abwanderung gibt, sondern dass es im Gegenteil eine Zuwanderung nach Reute gibt. Der zweite Aufgabenbereich, den ich mir gestellt habe, ist der Sport. Ich bin auch seit Jahren im Vorstand des SV Reute, des Zweigverein Fußballs Reute tätig. Wir haben ein wunderschönes Dreitannenstadion. Wir sind nach Innsbruck jener Club, der am meisten Zuschauer hat. Wir haben manchmal 1000 Zuschauer. Auf der einen Seite 1000 Zuschauer, auf der anderen Seite die ältesten sanitären Anlagen, die man sich nur vorstellen kann in der Liga. Wenn Sie bedenken, 1000 Zuschauer und eine Damentoilette, da ist ein riesiger Handlungsbedarf. Zwei Männertoiletten, also da sehe ich auch, da habe ich viel zu tun und möchte auch viel machen. Ich bin einer von euch. Liebe Listenmitglieder, kommt jetzt alle heraus zu mir.